Alexa, wie werde ich schneller? Schneller hat folgende Bedeutungen. 1. Nur vergleichsweise wenig Zeit beanspruchend, das Gegenteil von langwierig. 2. Eine hohe Geschwindigkeit habend, das Gegenteil von langsam. Und 3. Adverbielle Verwendung, wenig Zeit benötigend. Hallo zusammen, frisch eingetroffen das neue Cervelo P5, das Flaggschiff von Cervelo, was die Triathlonräder angeht, beziehungsweise Zeitfahrräder. Es gibt ja noch das P3 und das P2. Das P2 hat Dan letztens in einem Video auch mal vorgestellt, das ist so die Einsteigerklasse. P3 ist schon wirklich eine sehr professionelle Klasse, ist aber eins der meistverkauftesten Räder bei uns im Triathlon-Bereich, weil es halt sehr erschwinglich ist, super Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Hier haben wir jetzt das aktuelle P5, das 2019er Modell, komplett rund erneuert. Das alte P5 ist sicherlich schon 5, 6, 7 Jahre am Markt. Ich selber fahre das auch schon 4, 5 Jahre lang. Und jetzt alles komplett neu. Cockpit vom P5X übernommen und das ganze Frameset mit Gabel zusammen, 350 Gramm leichter als der Vorgänger, Scheibenbremse. Und viele, viele kleine Details, wo ich jetzt noch drauf eingehen werde. Das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr langes, ausführliches Video, weil ich viele, viele Dinge sich im Detail geändert haben, die ich hier vorstellen möchte. Unterschiede zum alten Modell ist letztendlich neben diesen ganzen technischen Details auch einfach, dass es nochmal 17 Gramm weniger Drag hat, also nochmal aerodynamischer, noch schneller ist als das alte Modell. Leichter habe ich schon angesprochen und ganz, ganz wichtiger Punkt, es ist auch noch mal viel steifer geworden. Im Tretlager bis zu 27% und insgesamt auch die Rahmensteifigkeit noch mal 22% steifer. Alles noch mal wirklich auf den neuesten Stand gebracht. Optisch immer noch als P5 erkennbar. Es ist aber unter der Haube so viel passiert und eins der besten Zeitfahrräder ist noch mal besser geworden. Und das alte P5 ist schon richtig schnell, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das ist schon wirklich top gewesen, das Rad. Fangen wir also an mit dem für mich wichtigsten Teil dieses Fahrrades, und zwar ist das das Cockpit. Das ist individuell einstellbar. Das kann jeder zu Hause für sich selber mit zwei Schrauben ändern. Eine Schraube sitzt hier, mit der man die Extensions nach vorne und hinten bringen kann. Die zweite Schraube sitzt hier und damit bringe ich das ganze Cockpit nach oben und nach unten und kann das individuell einstellen. Und auch die Pads haben eine extrem gute Verstellung, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber für mich eigentlich das Key-Feature, ich kann hier alles perfekt für mich einstellen. Ich kann sogar von Rennen zu Rennen meine Höhe selber einstellen. Das heißt, ich muss dafür nicht in die Werkstatt. Ich mache eine olympische Distanz, gehe vielleicht sehr tief runter, sehr flach, für 40 Kilometer eine Stunde kann ich das fahren. Und auf einer Langdistanz, Mitteldistanz mache ich einfach das ganze Cockpit ein bisschen höher und fahre ein bisschen bequemer, damit ich auch überhaupt 180 Kilometer auf dem Vorbau liegen kann. Und das sind so Sachen, die so bisher nur beim P5X gingen und was für mich eigentlich das Killer-Feature dieses Fahrrades ist. Und der Dan, der das ganze Bikefitting macht, und Matthias, die werden sich auch freuen, weil man im Bikefitting natürlich on the fly, während die Software läuft und einen 3D vermisst, hier einfach den Vorbau, die Extensions ein bisschen nach vorne machen kann. Man kann die Höhe relativ schnell immer verändern, während man fährt, und sieht dann sofort die Auswirkungen auf den Rest des Körpers. Es gibt drei verschiedene Extensions, die man hier einbauen kann, mit verschiedenen Gradzahlen. Das blende ich mal als Foto jetzt über in diesem Video, weil ich die nicht vorliegen habe. Das heißt, man kann wirklich so fahren, so fahren, so fahren. Das sind Dinge, und man kann auch dieses gesamte Cockpit, da gibt es auch noch ein anderes Cockpit. Das nennt sich
EX10 Riser. Da kann man dann auch handelsübliche Extensions benutzen und man kann auch den Winkel verstellen, weil das geht mit diesem Cockpit nicht. Das heißt, dieser Winkel ist gerade eingestellt. Es gibt aber ein, wie gesagt, ein optionales Cockpit, wo man dann auch den Winkel in 5 Grad Schritten von 0, 5, 10, 15 Grad letztendlich auch nach oben verstellen kann. Was für viele auch wichtig ist, wenn die so ein bisschen mit den Armen nach oben fahren wollen. Ja, und damit sind alle Möglichkeiten abgedeckt bei diesem Fahrrad. Ich zeige euch jetzt das Cockpit nochmal im Detail. Die beiden Streben gehen hier rein. Hier unten drunter sieht man die Schraube, mit der man das Ganze sehr leicht einstellen kann. Hier oben schon integriert. Wenn man die Abdeckung abnimmt, hat man hier vorne integriert schon Anschlüsse für eine Trinkflasche, die natürlich in der UCI nicht erlaubt ist, aber im Triathlon-Sport natürlich gang und gäbe ist, dass man hier oben eine Trinkflasche zwischen die Arme nimmt. Vom Cervelo S5 bekannt ist schon dieser Garmin-Mount oder Wahoo-Mount, den man hier vorne anbringen kann. Der ist auch von hier unten verschraubt. Das Ganze seht ihr hier. Hier ist der sogenannte Monoriser, den man stufenlos in den Rahmen hineinschieben kann und wieder hinaus. Das heißt, hier kann man die Höhe verstellen. Ja, und an die Schraube kommt man ganz einfach hier so schräg durch, aufschrauben, Höhe verstellen und fertig. Wenn man sich die Armauflage hier mal ansieht, sieht man, dass die wirklich sehr, sehr fein einstellbar ist. Das heißt, ich habe hier jede Menge Löcher. Ja, das bedeutet, ich kriege ja die Armauflage ja hier ganz weit nach hinten, sehr weit nach vorne, weit nach außen, sehr eng anliegend und so weiter. Viele fahren ja sogar momentan fast so. Das ist alles möglich und alles selbst auch zu Hause einstellbar oder beim Bikefitting sehr, sehr schnell einstellbar. Auch sehr schön in den Lenker integriert ist die Junction Box von der DI2. Das ist die elektronische Schaltung, die Steuerung für die elektronische Schaltung. Und auch das Bluetooth-Modul versteckt sich hier hinten drin. Das sieht man jetzt natürlich nicht, aber das ist natürlich auch cool gemacht. Alles hat sozusagen seinen Platz. Was auch sehr schön gelöst ist, beim Bremshebel und bei der Lenkerposition hier braucht man kein Lenkerband mehr. Das heißt, das ist schon fertig von Cervelo so mitgeliefert und man kann das Ganze auch noch mal 2 cm weiter in die Richtung bringen für Leute, die die Bremse weiter vorne brauchen. Je nachdem, wie man auf dem Rad sitzt, gibt es natürlich verschiedene Sitzpositionen. Das kann man dann natürlich auch im Fitting klären, wo genau die Bremse sitzen soll. Im Gegensatz zum alten P5, da gab es 2 verschiedene Versionen von der Gabel. Eine, die UCI-konform war und eine, die für Triathlonräder gedacht war. In diesem Fall ist es jetzt so, das ist jetzt eine Gabel für beide Räder. Das heißt, bei der Tour de France, beim Zeitfahren, kann das Rad genauso mitfahren wie beim Ironman in Hawaii. Das heißt, es gibt da keine Unterschiede mehr. Das ist auch, finde ich, eine sehr schöne Neuerung. Das neue P5 ist wie viele andere Triathlon- und Zeitfahrräder jetzt auch nur noch ein scheibengebremstes Rad, gibt es nicht mehr als Felgenbremse. Dadurch ist das Ganze hier oben auch noch mal ein bisschen schlanker geworden. Es gibt nicht mehr diese Bremse, die hier integriert war. Und hier unten ist das Ganze aerodynamisch natürlich auch sehr, sehr schlank gehalten. Und da helfen natürlich auch die Steckachsen mit, einmal auf der Seite. Und auch der Anschluss auf der Seite ist aerodynamisch sehr, sehr flach hier in die Gabel integriert. Ja, mit dem Rad mitgeliefert werden diese Oberrohrtaschen. Man kann die auch abschrauben, das sind normale Trinkflaschenabstandhalter hier. Das heißt, man kann auch was Eigenes dran schrauben, aber die sind natürlich schon wirklich sehr, sehr gut hier in den Rahmen integriert, inklusive einer kleinen Flasche. Ich meine, wenn man Zeitfahren jetzt UCI-konform fahren will, muss man die sowieso abschrauben. Da ist das wahrscheinlich nicht erlaubt, aber im Triathlon hat man ja diese Taschen, finde ich sehr groß. Da passen sicherlich ein paar Gels und Riegel rein. Was ich auch sehr cool finde, ist die mitgelieferte Flasche, weil da hatte ich auch immer beim alten P5 das Problem, dass da nicht so wirklich die perfekte Flasche habe ich nicht gefunden. Die passten alle nur mehr schlecht als recht. Das Besondere an der Flasche ist auch, dass die UCI-konform ist. Das heißt, die kann bei der Tour de France beim Zeitfahren auch gefahren werden, falls einer von euch da mitmacht. Ja, und die passt sich natürlich perfekt und schlank hier in den Rahmen rein und ja, erzeugt so gut wie gar keinen zusätzlichen Windwiderstand. Was die Reifenfreiheit angeht, kann man jetzt bis zu 28 mm Reifen fahren. Das war natürlich mit Felgenbremse so auch nicht möglich vorher. Und da geht ja der Trend gerade in der Aerodynamik und auf Langdistanzen auch hin, dass man eher breitere Reifen fährt für mehr Komfort und gleichzeitig mehr Aerodynamik. Und auch der Rollwiderstand verhält sich super. Also das heißt, dass der Trend geht ja dahin, auch im Triathlon 28 mm zu fahren. Das ist jetzt hier natürlich ohne weiteres möglich.
Ein kleines hübsches Detail gibt es am Umwerfer, den ich jetzt aber im Detail gar nicht so zeigen kann. Wenn man keinen Umwerfer fährt, und das sieht man jetzt ja bei Frondeno und Kienle, die fahren jetzt momentan die SRAM Red E-Tap einfach vorne. Das heißt, wenn ich den Umwerfer nicht brauche, würde ja dieser kleine Adapter hier für den Umwerfer im Wind stehen. Der lässt sich aber in diesem Fall hier abschrauben. Das heißt, der Velo hat daran gedacht, für Leute, die einfach vorne fahren, das Ding einfach abschrauben und schon spare ich wieder 1-2 Watt, weil das nicht im Wind stehen kann. Auch sehr schön gelöst ist dieser Kettenschutz. Da ist jetzt nicht mehr ein Aufkleber verklebt, sondern wirklich was, ja, also ein Kunststoffteil draufgesetzt, was letztendlich direkt für diesen Rahmen gebaut ist, wird auch gleich mitgeliefert. Das heißt, Kettenschutz inklusive sieht natürlich auch viel besser aus, als wenn man nur einen Aufkleber hätte. Auch am Hinterrad hat man diese sehr aerodynamische und flache Schraube für die Steckachse integriert. Man kann auch die Schnellspannersteckachsen von Cervelo hier benutzen, aber mitgeliefert standardmäßig wird dieses aerodynamische, was natürlich auch Sinn macht. Auch hier genügend Platz für 28 mm Reifen. Auch hier bei der Anbringung des Schaltwerkes wurde was geändert, das heißt, man kann das Schaltauge jetzt abnehmen. Beim alten P5 war das noch nicht der Fall. Da war das Ganze ja auch so, dass man das Rad sozusagen so einführen musste und nicht nach unten. Jetzt ist das Rad nach unten herausnehmbar, was natürlich den Radwechsel viel einfacher machte. Das Rad nach hinten rauszunehmen ist relativ schwierig, aber das Rad nach unten, so wie man es von normalen Schnellspann-Rennrädern auch kennt, ist natürlich viel einfacher. Nun zur Sattelstütze. Die hat jetzt wie beim P5X hier hinten diesen Flaschenhalteranschluss. Den muss man nicht benutzen, kann man aber benutzen. Der ist auch im Winkel einstellbar, sodass man sich verschiedene Winkel einstellen kann hier und so weiter. Das ist auch immer gleich standardmäßig mit dabei. Die Sattelstütze selber beherbergt auch den Di2-Akku. Das kann man jetzt hier natürlich auch nicht sehen. Der sitzt dann hier oben drin. Das ist auch sehr gut gemacht. Da ist extra so ein Gummiteil dazwischen, damit der auch nicht verrutschen kann. Die Lenkung selber natürlich, wie bei allen Triathlonen und Zeitfahrrädern, so eine Bajonettlenkung. Das ist das Komplettrad mit der Ultegra Di2-Schaltung. Und die Laufräder, die ihr seht, die haben wir hier extra eingebaut, weil wir die optisch etwas schöner finden. Mitgeliefert werden DT Swiss P1800 Laufräder. Das sind so Alu-Laufräder, schon mit ein bisschen Aero-Profil, relativ schwer. Die kann man sicherlich auch erstmal fahren, aber normalerweise sind die P5-Kunden schon so drauf, dass sie sich da eine ZIP, ja, eine 808 hinten oder eine 404 vorne oder halt von anderen Reifenherstellern was Hochprofiliges fahren, bis hin zu einer Scheibe hinten. Wie gesagt, deswegen sind relativ einfache Alu-Laufräder mit dabei, die man aber sicherlich im Training auch fahren kann. Keine schlechten Laufräder, aber die meisten werden sicherlich da was anderes fahren wollen. Und auf den Laufrädern ist der Grand Prix 5000, der neue Reifen von Conti, installiert, was ich auch schon mal sehr schön finde. Bei einigen Rädern aus der ER-Serie waren da immer noch der 4002S drauf. Hier haben wir jetzt schon den Conti 5000. So, jetzt zu guter Letzt einmal das Rad wiegen. Ja, roundabout 8,5 Kilo, das ist ein 56er Rahmen, das ist schon sehr, sehr leicht. Das ist mir auch aufgefallen, als ich es hergetragen habe. Also für so ein Zeitfahrrad ist das wirklich ein sehr, sehr leichter Wert, das muss man schon sagen, trotz Scheibenbremse jetzt. Meine Zeitfahrräder, die ich jetzt so in den letzten Jahren in der Hand hatte, das Ventum bin ich auch mal gefahren, testweise, und auch mein altes P5, die sind alle so bei 9,5 bis 10 Kilo, also das ist ein ordentlicher Wert, und hier sind schon Taschen und sowas vormontiert, muss man schon sagen. Ja, für alle, die jetzt sagen, ja, 8,9 Kilo, das ist ja richtig viel, es gibt doch jetzt Rennräder, die wiegen schon unter 8 oder unter 7 Kilo. Ja, es ist kein Rennrad, es ist ein Zeitfahrrad. Ein Zeitfahrrad ist natürlich auf Aerodynamik ausgelegt, das heißt, es ist überall mehr Material. Wir haben hier hinten eine breite Fläche, wir haben hier eine breite Fläche, hier unten ein breites Unterrohr. Und deswegen muss man sagen, alles, was da unter 9 Kilogramm schwer ist, und das mit einer Ultegra, noch nicht mal mit einer Dura S, das ist natürlich ein Spitzenwert. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, habe euch alle Details hier ausführlich erklärt. Wenn ihr noch Fragen habt und irgendwas wissen müsst, was ich jetzt noch nicht erklärt habe, gerne in die Kommentare schreiben. Mich würde auch interessieren, wie euch das Rad gefällt. Und ich hänge jetzt noch mal ein bisschen so Bilder, Videobilder hinten dran, wo ich einfach das Alte gegen das Neue mal gegenüberstelle, dass ihr so ein bisschen so ein paar Stellen seht, wo es Unterschiede gibt. Und danach die Outtakes, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. This journey is not over. I don't
Was ist ein Zeitfahrer? Der Zeitraffer ist eine filmische Methode zur Beschleunigung der Langzeitaufzeichnung von Bewegungsabläufen bei den Frequenzen. Stopp. Rahmengröße 56, das würde ja für mich passen.